Heinrich, wo seid
Ja, ganz toll. Danach erfuhren wir dann zu unserem Entsetzen, dass der Naturkatastrophe eine Technikkatastrophe folgte. In Japan, in Fukushima vor einem Jahr, begann eine der schlimmsten bisherigen atomaren Katastrophen dieser Welt. Wir wollen nicht, dass solche Katastrophen noch häufiger passieren, deshalb stehen wir hier. Wir stehen aber auch hier, um der Opfer der Katastrophen in Japan zu gedenken, und deshalb bitte ich euch um eine Schweigeminute. Beginnen wir jetzt mit den Rednern Carsten und Heinrich von Brockdorf Akut. Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, ja, Fukushima ist und war weit weg, 8000 Kilometer. Doch was dort genau vor einem Jahr geschehen ist, kann auch hier am Mündungstrichter der Elbe passieren. Eine Naturkatastrophe, hier eine Sturmflut, kann die Wilzer Marsch überfluten. Die AKWs Brockdorf und auch Brunsbüttel werden von der Außenwelt abgeschnitten. Die Dieselvorräte für die Notstromaggregate dieses AKWs reichen gerade mal für 72 Stunden. Betroffen von einer Überflutung der Wilzer Marsch werden auch die atomaren Zwischenlager hier in Brockdorf und in Brunsbüttel. Die verrosteten Atommüllfässer im Keller des AKWs Brunsbüttel genauso wie die chemische Industrie in Brunsbüttel. Die Landesregierung nimmt auch nach Fukushima ein solches Szenario nicht ernst. Sie geht bei einer Sturmflutbetrachtung von einem etwas stärkeren Wind in Stärke 9 und einer Wellenhöhe von 1 Meter aus. Auf die Anfrage, wie die Mitarbeiter eines AKWs bei einer Überflutung der Wilster Marsch ins AKW kommen sollen, antwortete die Landesregierung durch die beiden Tore. Die Mitarbeiter des AKWs gehen davon aus, dass so eine Überflutung alle 10.000 Jahre einmal geschieht. Ein entlarvendes Beispiel für die Verharmlosung von Risikodarstellungen. Fukushima hat uns allen gezeigt, dass auch bei einem nicht in Betrieb befindlichen AKW die Kühlung ständig gewährleistet sein muss. Die Einlaufbauwerke für die Kühlrohre befinden sich in der Nähe des Fahrwassers der Elbe. Also hier draußen könnt ihr es sehen. Auch genau vor einem Jahr trieb nach einem Brand im Maschinenraum ein riesiger Massengutfrachter bei starkem Westwind auf das Einlaufbauwerk des AKWs Brunsbüttel zu. Es dauerte fast einen halben Tag, bis 8 Schlepper den Havaristen aus der Gefahrenzone gebracht hatten. Das endgültige Abschalten vieler AKWs in Deutschland im letzten Jahr ist der jahrzehntelangen Arbeit der Anti-Atom-Bewegung zu verdanken. Wir wissen, dass der endgültige Ausstieg aus der Atomenergie viel schneller als bis jetzt geplant möglich ist. Darum Brockdorf abschalten, darum alle Atomanlagen abschalten. Tsunamis gibt es bei uns ja nicht. So macht sich manch einer Mut. Aber die Methodik, gegen welche Ereignisse ein AKW ausgelegt werden muss, ist in Japan genauso beschissen wie in Deutschland. Zum Beispiel soll das AKW Brockdorf ein Hochwasser überstehen können, das statistisch gesehen nur einmal in 10.000 Jahren eintritt. Ist das AKW damit gegen Sturmfluten gesichert? Beileibe nein! Die Reaktorsicherheitskommission weiß sehr wohl, dass Sturmfluten in Brockdorf 1,5 bis 2 Meter höher auflaufen können. Dann versagen die Notstromdiesel im AKW Brockdorf genauso wie in Fukushima. Deicherhöhung
ist aber kein Thema. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, dass 80 Millionen Deutsche es sich gefallen lassen, dass 4 Stromkonzerne mit ihrem Leben russisch Roulette spielen. Jederzeit kann es zu einem Kernschmelzunfall auch im AKW Brokdorf kommen. Es sind Situationen möglich, da muss ganz Schleswig-Holstein und Hamburg geräumt werden. Finanzkrise, Niedriglöhne, Schulpolitik, alles würde keine Rolle mehr spielen. Wir würden nur noch versuchen, unser Leben und unsere Gesundheit zu retten. Das muss doch nicht sein, wo wir so viel erneuerbare Energien haben, wo wir darin vorkommen müssen. Ich sage das nur, weil Franz Alt heute nicht da ist. Wir können es schaffen. Wir können ein Vorbild sein für die ganze Welt. Und dann werden wir diese Not und Last und diese Bedrohung endlich los. Und hoffentlich auch die Atombomben. Lasst mich noch ein Wort zur Nachbargemeinde Wewelsfleth sagen. Seit Jahren erkranken dort über 40% mehr Menschen an Krebs als im Landesdurchschnitt. Die Landesregierung spekuliert darüber, ob das wohl von der Werft kommt oder ob das an sozialen Faktoren liegt. Die Leute rauchen zu viel, sie saufen und gehen häufig zur Krebsversorge. Man stelle sich das vor. Untersucht hat die Landesregierung bisher überhaupt nichts. Das ist zynisch gegenüber den betroffenen Menschen. Aber eins weiß das Sozialministerium genau. Das AKW Brokdorf kommt als Ursache nicht in Frage. Bevor so etwas gesagt wird, muss doch wenigstens erst einmal untersucht werden, was im AKW Brokdorf los ist und wie die Emissionen daraus sind. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin heute Morgen durch das Elbdörfchen Gorleben gefahren und dann hierher gekommen zum Flusskilometer 684 nach Brokdorf. Und ich weiß, dass viele von euch schon oft in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren und dass wir in nasskalten Novembertagen beim Kastortransport auf der Straße getanzt haben und gemeinsam eine große Kraft und Stärke gezeigt haben. Brokdorf und Gorleben kann man in einem Atemzug nennen, weil viele von uns einen ganzen Teil ihrer eigenen Lebensgeschichte damit verbinden. Heute am Jahrestag von Fukushima sind wir hier vor diesem Atomkraftwerk versammelt und wissen auch, die Entsorgung des Atommülls ist nicht geklärt. In Fukushima hatte man ein Konzept für den Müll. Als die Katastrophe begann, haben viele ganz einfach diesen Müll vergessen. Er war oben auf dem Reaktorblock 4 untergebracht und das Wasser verdampfte. Der Atommüll ist aber nicht erst bei solchen Katastrophen ein Problem, sondern wenn Gefahren aufkommen, dann kommt die Wahrheit immer nur stückchenweise ans Licht. Das ist in diesen Tagen auch in Brunsbüttel zu beobachten. Und das war auch in Fukushima so. In Deutschland werden Konsequenzen aus der Katastrophe von Fukushima gezogen. Erste Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Brokdorf gehört noch nicht dazu. Völlig ungeklärt ist die Entsorgungsfrage. In Deutschland versucht man derzeit, einen Parteienkonsens zu erreichen für ein Endlagersuchgesetz. Und in der Öffentlichkeit wird dies oft als neuer Anfang in der Endlagersuche wahrgenommen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich muss euch sagen, das ist leider kein neuer Anfang. Bereits im Jahr 2008 hat die Industrie genau diese Konzepte vorgestellt, die jetzt beim Endlagersuchgesetz umgesetzt werden sollen, im Parteienkonsens. Damals ging es der Industrie nicht um eine alternative Suche, sondern das Ziel war, den Standort Gorleben gerichtsfest zu machen. Denn ohne ein Standortauswahlverfahren, ohne Öffentlichkeitsbeteiligung und ohne alternative Suche besteht aus Sicht der Industrie die Gefahr, dass der Standort Gorleben von Gerichten gekippt werden könnte. Nichts deutet darauf hin, dass bei dem neuen Verfahren die Mängel von Gorleben überhaupt eine Rolle spielen können. Die Kriterien werden so ausgewählt, dass Gorleben von Anfang an gesetzt ist und gar nicht aus dem Vergleich herausfallen kann. Es wird gesagt, Deutschland sei eine weiße Landkarte bei der Endlagersuche. Darüber vergisst man, dass es einen schwarzen Fleck gibt auf dieser weißen Landkarte und der heißt Gorleben.
Wir haben als kleine Dorfkirchengemeinde Klage eingereicht gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das Endlagersuchgesetz wird uns auch noch dieses Recht der Klage nehmen. Und das ist unanständig. Aber wir werden nicht aufgeben. Und deshalb bitte ich euch, unterstützt die Weltländer bei ihrem Kampf gegen den Parteienkonsens zum Endlagersuchgesetz. Wie ihr uns bei den Castortransporten unterstützt, so sagt bei jeder Gelegenheit, ein Parteienkonsens reicht nicht aus. Gewerkschaften, Umweltverbände, Initiativen und Kirchen dürfen nicht ausgeschlossen werden. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, keine Vereinbarung von Parteien hinter verschlossenen Türen. Der Neubeginn in der Endlagersuche braucht Zeit. Wenn man schon beim ersten Schritt in die falsche Richtung aufbricht, kann man das Ziel nicht erreichen. Hier gibt es das indianische Sprichwort: Wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Die Bundesregierung aber plant, ein Institut zu schaffen zum Reiten toter Pferde. Ich danke euch für den unermüdlichen Einsatz in kalten Castortagen und auch heute hier und bitte euch, unterstützt weiterhin die Forderung nach dem Ausschalten aller Atomkraftwerke und nach einem wirklichen Neuanfang in der Endlagersuche.